Mental Models and Metaphors. Mentale Modelle und Metaphern. In diesem Blog geht es darum, zu verstehen, wie schwierig es ist, Interfaces zu bauen, die Menschen auch wirklich verstehen. Wie können wir es schaffen, dass mentale Modelle, also wie der Benutzer über ein System denkt, sich aufbauen und dass sie Benutzern helfen, Dinge schneller zu verstehen? Wie können wir Metaphern benutzen, damit offensichtlich ist, wie eine Software zu bedienen ist? Was Sie lernen, ist die Begriffe mentales Modell, konzeptuelles Modell und Metapher. Und Sie sollen zwischen den Modellen unterscheiden können und erklären können, inwiefern eine Metapher verwendet werden kann, um Benutzungsschnittstellen zu designen. Was wir hier sehen, ist ein Beispiel aus einem IC-Zug der Deutschen Bahn. Und was man sich merken kann, wenn irgendwo Schilder angebracht sind für Dinge, für die man an anderen Stellen keine Schilder braucht, ist vielleicht im Design etwas schiefgegangen. Was wir hier sehen, durch die Anordnung der Papierhandtücher ist es für Leute, die größer wie 1,50 Meter sind, eben nicht sichtbar, wo die sind. Deshalb wurde ein Schild hingemacht. Man kann sich jetzt überlegen, mit einem anderen Design hätte man es geschafft, dass es eben offensichtlich ist, wo es ist. Und das ist so ein Schritt. Wir wollen, dass es offensichtlich ist, dass Leute sich das betrachten. Und wir hatten am Anfang schon auch den Begriff bei den Grundbegriffen besprochen, Affordance, also dass wir wissen, welchen Angebotscharakter ein Ding, eine Software hat. Und jetzt werden wir hier mehr im Detail uns damit beschäftigen. Was ist ein mentales Modell? Und die Definitionen sind nicht sehr scharf. Hier in dem Artikel, es wird ein Artikel von Van der Weer zitiert, anything having to do with the end user, also alles, was mit dem Nutzer am Ende zu tun hat. Und die Hoffnung ist, wenn wir verstehen, wie der Benutzer über ein System denkt, welches Modell er sich von einem System macht, dann wird es einfacher, gute Interfaces zu bauen. Was aber Nadi in dem Artikel auch feststellt, ist, dass wenn wir genauer schauen, ist es so, dass diese Modelle häufig nicht sehr flexibel sind und auch nicht vollständig. Wenn wir uns jetzt betrachten, was sind mentale Modelle? Eine ganz alte Definition sagt, ja, das Gehirn kreiert, unser Denken kreiert Modelle, die uns erklären, was wir tun können, was wir zu erwarten haben, wenn wir mit der Welt interagieren. Der Satz, the mind constructs small-scale models of reality that it uses to anticipate events, to reason and to underlie explanation. Das heißt, wir versuchen, Dinge zu erklären, indem wir Modelle bauen. Und es werden, ja, die Modelle, wie bauen wir die? Das heißt, wir erreichen das, dass wir verstehen, was das Modell ist, bei wir schauen Dinge an, wir betrachten sie in der Interaktion und machen uns eine Erklärung daraus. Der zweite Ansatz ist, wir bekommen eine Erklärung, wie es funktioniert. Und das ist typischerweise ein Training, ein Handbuch, ein Video, wo wir uns anschauen, wie was funktioniert. Und das zeigt auch gleich schon eines der Probleme, dass der Bereich, dass wir durch Beobachten ein Modell versuchen zu, dass wir versuchen, uns ein Modell zu machen von dem, was wir sehen. Und dann gibt es eben so Sachen, jemand druckt und der Drucker geht nicht. Beim ersten Mal hat er noch keine gute Vorstellung, warum es nicht funktioniert. Beim zweiten Mal geht der Drucker wieder nicht und jetzt stellt er fest, naja, immer wenn ich im Webbrowser diese eine Webseite aufhab, geht mein Drucker nicht. Und das ist natürlich, also wenn man dann technisch weiß, das hat nichts miteinander zu tun, spielt aber keine Rolle für den Menschen, ist es dann, er kann sich sein mentales Modell aufbauen, immer wenn die Webseite offen ist, geht mein Drucker nicht, also mache ich die Webseite zu, bevor ich drucke. Also ich lerne ein Verhalten und das sind eben auch zwei Typen von mentalen Modellen, über die wir sprechen, die dann auch über die Funktion sprechen. Das eine ist, wir bauen ein funktionales mentales Modell. Wir wissen, was wir tun müssen, damit das System funktioniert. Und manchmal sind da auch Sachen drin,
die gar nicht sonderlich sinnvoll sind, aber wir haben gelernt, dass die funktionieren und deshalb tun wir die. Also der eine Typ von mentalem Modell ist ein funktionales Modell. Der andere Typ ist ein strukturelles Modell. Das heißt, wir verstehen wirklich, was dahinter ist und können uns damit das erklären. Wir möchten natürlich zu dem Punkt kommen, dass Leute ein strukturelles mentales Modell haben. Häufig ist es aber so, durch Beobachtung bekommen Leute ein funktionales Modell. Jetzt hier ein Beispiel für ein mentales Modell. Nehmen wir eine Heizung. Jetzt ist die Frage, ich komme zurück, es ist kalt in der Wohnung, ich möchte es warm haben. Drehe ich die Heizung voll auf was dann 35 Grad ist, und warte, bis es die 21 hat, die ich will? Oder stelle ich den Thermostat genau auf 21? Und Sie werden Leute finden, die das eine oder das andere tun. Und das hängt mit dem mentalen Modell zusammen, was Leute von der Heizung haben. Ich kann das mentale Modell haben von einem Wasserhahn, wo ich so ein bisschen mehr reinlassen kann oder ein bisschen weniger. Das heißt, damit ist der Durchfluss gesteuert. Damit macht es natürlich Sinn, die Heizung auf das Stärkste zu drehen, weil dann sehr viel durchfließt. Das andere ist, eine Heizung kann entweder heizen oder nicht heizen. Und in dem Fall, sie heizt eben, bis sie den Wert erreicht hat, und dann schaltet sie aus. Wenn unsere Heizung nach dem ersten Prinzip funktioniert, also nach dem Durchlauf, nach der Durchlaufmenge, dann würde die Strategie 2 Sinn machen. Das heißt, wir drehen voll auf, und wenn es dann erreicht ist, drehen wir zurück, dann geht es am schnellsten. Wenn unsere Heizung aber nach dem Prinzip funktioniert, da ist eine Heizspule drin und die heizt, solange es an ist, und die schaltet aus, wenn die Temperatur erreicht ist, macht es gar keinen Sinn, die zweite Strategie zu fahren. Die geht auch nicht schneller wie die erste. Und es ist wichtig, wenn wir jetzt Leute beobachten, dann können wir Rückschlüsse auf deren mentales Modell im Betrieb, in der Benutzung von Software sehen. Eine Definition für mentale Modelle von Jakob Nielsen: A mental model is what the user believes about the system at hand. Also was wichtig ist, nicht was er über das System sicher weiß, nicht unbedingt die Fakten. Es geht darum, was der Benutzer glaubt, über das System zu wissen. Und auf Basis dessen, was er glaubt zu wissen, macht er seine Voraussagen. Und was wir jetzt als Interface Designer tun müssen, ist zu kommunizieren, dass die Menschen ein gutes mentales Modell bauen können. Also das heißt, mit unserem Interface kommunizieren wir Funktionalität, wir kommunizieren Verhalten, und diese Kommunikation soll so vonstatten gehen, dass Leute ein gutes mentales Modell bauen können. Das geht weiter, die Definition, und was wir da eben als wichtigen Punkt haben: Wir haben ein Modell, das der Designer von seinem System hat. Der Designer stellt sich vor, wie das geht, und dann wird es implementiert, und dann kommt der Benutzer und der baut sich auch ein Modell. Und jetzt ist es so, dass häufig die Modelle nicht übereinstimmen, dass die unterschiedliche Sichtweisen haben, wie das System funktioniert. Und deshalb ist eben für den Designer ganz offensichtlich, wie es funktioniert, wohingegen für den Benutzer es sehr wahrscheinlich ist, dass es eben ja nicht klar ist, wie es funktioniert. Und das hängt damit zusammen, dass es sehr schwierig ist, das Modell im Interface zu kommunizieren. Jetzt kommen wir zum weiteren Begriff, dem konzeptuellen Modell. Und das konzeptuelle Modell ist das Modell, das der Designer dem Kunden geben möchte, dem Nutzer geben möchte. Also hier auch wieder eine Definition: A conceptual model is a high-level description of how a system is organized and operates. Das heißt, das ist die Erklärung, wie ein System funktioniert. Das ist sozusagen das richtige Modell aus Sicht des Designers. Das konzeptuelle Modell ist was, was wir designen. Wir überlegen uns, wie das sein soll. Und es wird so konstruiert, dass der Benutzer auf Basis dieses Modells verstehen kann, wie das System funktioniert, uns auch bedienen kann. Wir bauen dabei auf Wissen des Benutzers auf, was der schon hat. Da kommen wir noch weiter dazu, wenn wir über Metaphern reden. Und das Modell wird jetzt nicht in einem Handbuch beschrieben, sondern das Modell ist was, was wir implizit im Interface versuchen zu kommunizieren. Über das Verhalten des Interfaces oder über das, was, ja, was die Benutzer tun können im Interface. Don Norman hat in dem Buch The Design of Everyday Things,
das auch nochmal aufgezeigt, wo er sagt, es gibt eben das Modell des Designers, es gibt das Modell des Benutzers und es gibt das Systemmodell. Das heißt, es macht es nochmal komplizierter. Das heißt, das Systemmodell ist das, was wirklich implementiert ist. Und auch zwischen Designer und den Menschen, die das System implementieren, gibt es eine Diskrepanz. Das heißt, die implementieren eben das System technisch. Der Designer denkt es konzeptuell. Der Nutzer sieht aber nur das technische Design. Das heißt, wir haben sogar noch eine höhere Komplexität mit den drei Modellen. Das Modell, das der Designer hat, das Modell, das der Benutzer aus der Bedienung sich erarbeitet und das Modell, was eben im System vorhanden ist. In der Arbeit von Hudson ist das auch nochmal beschrieben, wo er sagt, es gibt einen Designer, der kreiert das konzeptuelle Modell oder das Modell des Designers, der spezifiziert das und damit gibt's der Programmierer, setzt das um und das ist das Modell des Programmierers und das realisiert, das wird instanziert in einem User Interface. Der Benutzer hat sein konzeptuelles Modell, was er für sich baut, was wir auch als Mental Model bezeichnen oder mentales Modell, durch die Interaktion erlernt. Und das heißt, die Modelle sind potenziell unterschiedlich und das ist da, wo eben die Probleme entstehen. Hier nochmal zu den Begriffen, die in der Literatur verwendet werden. Das mentale Modell ist das Modell des Benutzers, wird manchmal auch als das konzeptuelle Modell des Benutzers beschrieben. Das konzeptuelle Modell ist das Modell, was designt wird. Das wird manchmal auch beschrieben als das Modell des Designers. Und das Systemmodell, also wie die technische Umsetzung ist, ist das Implementierungsmodell oder das Modell des Programmierers oder das konzeptuelle Modell des Programmierers. Das sind dann die Begriffe, die als Synonyme dafür verwendet werden. Jetzt kommen wir zu dem Begriff Metapher. Was ist eine Metapher im Kontext von User Interfaces? Die Idee ist, wir geben den Menschen Analogien im Interface, dass wir auf Wissen aufsetzen können, was die Leute schon haben. Und zum Beispiel, wenn wir uns das betrachten, Ordnerstrukturen auf dem Rechner, die bilden so ein Stück weit Ordnerstrukturen aus der realen Welt ab. Wenn wir genauer hinschauen, nicht ganz so, weil im Rechner kann ich beliebig viele Unterordner haben. Ja, mit echten Ordnern habe ich eigentlich einen Ordner und da sind Dokumente drin. Aber gleichzeitig ist es eben ein Weg, ein Konzept, ja, was ich im Interface brauche, zu kommunizieren und ich schließe an was an, was der Nutzer schon weiß. Und wie es hier beschrieben ist, wir wollen auf dem Wissen der Benutzer aufbauen. Und hier, metaphorical constructions to increase the ease of learning and using. Das heißt, der Zweck der Nutzung von Metaphern ist kein Selbstzweck, sondern wir benutzen die, um die Interaktion, um das Erlernen von einem System einfacher zu machen. Und wenn eine Metapher gut gewählt ist, kann es sein, dass die Leute es anschauen und sagen, ah, das ist ja wie mein, also bei Kameras sehen wir so, ah, das ist ja eine digitale Kamera, ist ein Computer, aber das ist ja wie meine analoge Kamera. Also das heißt, wir haben ein Wissen, das wir aus anderen Bereichen haben, das wir rübernehmen können, das wir in die digitale Welt, in das neue Produkt mit rübernehmen können, von dem wir profitieren in der Bedienung. Und wenn wir jetzt hier sehr alte Beispiele für Metaphern anschauen, die Desktop-Metapher, da waren eben solche Dinge wie ein Abfallkorb. Und die Metapher ist natürlich nicht ganz perfekt, weil bei den meisten Leuten steht der Abfallkorb eben nicht auf dem Schreibtisch, sondern unter dem Schreibtisch. Auch das, was ich gesagt habe, die Ordner können wir beliebig schachteln, ist auch so ein bisschen ja anders in der echten Welt. Aber für den Benutzer ist es natürlich ein ganzes Stück einfacher, weil er sich überlegen kann, ah, das ist so ähnlich wie jetzt mein Schrank, in dem ich Sachen, in dem ich Dokumente habe. Und da ist eben Xerox PARC zu nennen. Es war ein Forschungsinstitut in den 80ern Jahren, 70er Jahren, was sehr weit vorne war im Bereich grafische Benutzerschnittstellen und insbesondere Alan Kay hat dort sehr stark an der Desktop-Metapher gearbeitet. Jetzt ist es so, Metaphern sind nicht ohne Probleme. Wir haben ganz häufig, dass Metaphern Sachen kommunizieren, die gar nicht relevant sind. Das heißt, das sind
Dinge drin, die keine Rolle spielen. Nehmen wir den Mülleimer. Wann wird der Mülleimer geleert? Wenn man sagt, naja, im Büro wird jeden Donnerstag der Mülleimer geleert oder zweimal die Woche. Das ist natürlich eine Metapher, die wir im Schreibtisch, im Desktop gar nicht brauchen. Wir haben auch so, dass Leute die Frage sich stellen, wie stark ist es das denn am Original? Wenn wir jetzt uns überlegen, wir machen als Metapher für ein Textverarbeitungsprogramm die Schreibmaschine. Wo beginnen wir mit der Metapher? Ja gut, wir schreiben, aber wo hören wir auf? Ist es so, naja, wenn ich jetzt was korrigieren will, kann ich dann einfach zurückgehen, wenn ich was löschen will, wenn ich was wiederschreiben will, wenn ich was kopieren und nachher wieder einsetzen will. Das sind Sachen, die natürlich auf der Schreibmaschine alle nicht da sind. Das heißt, wir erweitern natürlich die Funktionalität und deshalb ist es schwierig. Also man nimmt eine Metapher und muss dann bewusst entscheiden, welche Eigenschaften der Metapher sich ins Interface übertragen lassen und sinnvoll übertragen lassen, ohne dass der Nutzer verwirrt wird. Er hat natürlich eine gewisse Erwartungshaltung. Wenn ich sage, das ist jetzt eine elektronische, eine digitale Schreibmaschine, dann hat er gewisse Erwartungshaltungen. Das heißt, wir generieren Erwartungen durch die Metaphern. Gleichzeitig ist es so, wenn die Metaphern nicht gut umgesetzt sind, versuchen Leute, Dinge mit dem Interface zu tun, die dann vielleicht gar nicht gehen, weil sie eben generalisieren aus der Kenntnis der Metapher raus. Jetzt können wir eine kleine Übung machen. Überlegen Sie Designs von Benutzungsschnittstellen, die auf Metaphern beruhen und wie gut die funktionieren und wo sie eben nicht sonderlich gut funktionieren. Es gibt so ein Beispiel aus einer frühen Version des iPads. Da gab es ein Buchregal, wo die Bücher drin standen. Ist dann irgendwann ersetzt worden durch ein ansprechenderes Design nach modernen Gesichtspunkten. Aber es ist ganz interessant, dass eben da die Analogie von einem Bücherregal verwendet wurde, um eben die Bücher aufzunehmen. Denken Sie kurz drüber nach, was gute Metaphern sein könnten oder wo Sie Metaphern kennen, die vielleicht nicht gut funktionieren. Ein Beispiel ist, wo wir den Sound einstellen können an dem Rechner. Da wird als Metapher ein kleines Mischpult verwendet und das zeigt dann, ich kann eben die Lautstärken von verschiedenen Kanälen, vom Systemaudio, vom Mikrofon und so weiter unterschiedlich einstellen und gleichzeitig kann ich die einen ausschalten. Und da ist die Metapher, die wir verwenden, ist ein Mischpult und das macht es dann ein ganzes Stück einfacher. Gleichzeitig ist es so, man kann natürlich auf dem echten Mischpult Sachen gleichzeitig bewegen, geht mit der Maus sehr schwierig. Aber da ist es so, wir greifen Wissen auf. So die meisten Leute, selbst wenn sie nie ein Mischpult verwendet haben, haben ein Gefühl, wie ein Mischpult funktioniert und das wird ins Grafische übersetzt und dann gehen wir davon aus, dass Leute das einfach bedienen können. Und damit sind wir am Ende von dem Blog. Hier noch einige Fragen dazu und damit zu den Referenzen. Hier sind einige der originalen Artikel, in denen über Metaphern geschrieben wird, über mentale Modelle, konzeptuelle Modelle. Und damit bin ich am Ende dieses Blogs und bedanke mich.